Hallo, meine Damen und Herren, hier ist die Nicole Dierks, Niki. Wir sprechen immer noch über Narzissten, über den narzisstischen Zirkel in Beziehungen, Psychopathen, Verrückte, Irre. Ich mache heute mal eine Ausnahme zu meinen sonstigen Podcasts und zwar, auch weil ich immer wieder mal angesprochen wurde von euch, möchte ich euch einmal erzählen, was mir im Netz eines Psychopathen widerfahren ist, bevor ich dieses Schema, diesen Menschenschlag identifiziert und erkannt hatte. Das gilt als Warnung, falls ihr euch in Beziehungsgeflechten befindet, die in euch ein ähnliches Szenario erzeugen. Es ist sehr tückisch. Man kommt nicht drauf, weil man diese Gewalt, wenn die Psychopathen ein bisschen intelligenter und perfider sind, nämlich nicht vordergründig erkennt. Ja? Ihr merkt nur, ihr geht komplett in die Knie und das ist das Warnzeichen. Das ist das Warnzeichen. In dem Moment, wo ihr euch schlecht fühlt, und ich meine nicht irgendwie graddelig oder doof oder schlecht, habt ihr es immer mit einem Psychopathen zu tun, der euch gerade die Energie aus dem Knochen zieht. Ich habe das wirklich ganz krass erlebt und ich möchte euch davon erzählen, als Warnung, als Anschauung. Also ich möchte nicht auf dem Arm, ich möchte auch kein Mitleid. Es ist 14 Jahre her, wobei ihr kennt mich, ich bin echt fluffig, ich bin albern, ich bin übermütig, ich bin heiter. Diese Geschichte ist tatsächlich so geartet, dass wenn ich mir die erzähle, dass ich darüber tatsächlich auch nach 14 Jahren noch immer nicht wirklich lachen kann, ja, weil das ein so pathologisches Geschehen ist, das gruselt mich noch nach 14 Jahren. Okay, fangen wir an, ja, und zwar, wie gesagt, als Anschauung und Warnung. Der Typ schaffte das. Jetzt müsst ihr Folgendes wissen. Der spielte im richtigen Team, der war eine Vertrauensperson, der hatte einen Bonus, weil den kannte ich schon aus meiner Vergangenheit. Und ich war damals 18, er war irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, 35 oder irgendwas. Und ich war ganz fürchterlich in den verknallt. Und der war auch an mir interessiert, aber hat schon damals ein psychopathisches Verhalten gezeigt. Und das war mir mit 18, 19, wurde mir das relativ klar, weil das war auch ein permanentes On und Off. Und zwar komplett immer von mir dieses Off, weil ich gesagt habe, der spielt irgendwie verrückt, der reagiert irregulär, der reagiert irgendwie völlig verpeilt. Das ergibt irgendwie nichts einen Sinn, das macht mir keinen Spaß. Und mit 19 war ich weitaus näher bei mir und habe den dann abgeschaltet. Und irgendwann habe ich den Kontakt auch gefadet und gesagt, nee, das geht nicht, der ist irgendwie irre. Und 12 Jahre später, ungefähr 35, haben wir wieder Kontakt bekommen und ich landete genau an der gleichen Stelle. Nur diesmal hat es mich dann genascht. Der hat das geschafft, in der aufkeimenden Beziehung, in den ersten Wochen, mit ununterbrochenen irren E-Mails und SMS, so Projektionen hatte der immer, ne, auf mich, dass schon diese Beziehung so dermaßen zu crashen, dass ich schon nach kürzester Zeit nicht mehr wusste, wo wieder welcher Einschlag hergekommen ist, worum das geht, was das alles bedeutete, was ich damit zu tun hatte, was jetzt zu tun ist. Nichts davon war je klärbar, erklärbar, verstehbar. Und immer wenn ich einen kleinen Verständnisfaden zu fassen kriegte und daran zog, verzurrte sich das ganze verdammte Knoll noch viel mehr. Ich wollte daraufhin Schluss machen, weil ich gesagt habe, der ist immer noch irre, wie er es immer war. Das tut mir nicht gut. Und hatte ich leider einen guten Freund, ne, der mir dann sagte, du bist immer so überempfindlich und immer so gleich, immer so extrem. Jetzt lass die doofen Missverständnisse und Irrtümer hier, SMS, E-Mail und so weiter, das ist eh schwierig. Ruder, lass das mal ruhen, drück mal auf Reset und dann fangt er nochmal von vorne an. Merkt ihr was? Ich folgte dem, ohne zu wissen,
dass das genau das ist, was ja Psychopathen immer beabsichtigen, wenn sie ihre Manöver gegen die Wand gesetzt haben, weil die kommen ja von allein da nicht wieder weg. Die wissen weder, warum das gegen die Wand, ne? Die haben ja einfach nur ihren Flash ausgelebt. Das ist genau das, was sie fordern. Reset. Alles unter den Teppich und von vorne geht's juchai. Tja, und ich machte dann den Fehler und fuhr tatsächlich in den vorher geplanten Urlaub. Und das war eine unglaubliche Katastrophe. Es war eines der schlimmsten Wochen, die ich in meinem ganzen Leben je erlebt habe. Ja, das ist wie gesagt 14 Jahre her und ich bin immer noch nicht in der Lage, das aufdröseln zu können, was tatsächlich passiert ist. Ich kann mich auch an keinen wirklichen Auslöser erinnern oder an irgendeinen Prozess. Ich weiß nur noch, dass er sexuell sofort massiv auf mich anlegte. Ja, das hatte der ja schon vor, seitdem ich 18 war, hat der ja auf mich angelegt, hatte aber eben nie einen Schuss gekriegt. Und jetzt war ich halt wirklich im Doppelzimmer, jetzt war ich im Griff. Na? Und er penetrierte mich schon schnell mit seiner Geilheit die ganze Zeit, schaffte aber nichts weg. Ihr versteht. Und ich weiß noch, dass ich nach wenigen Tagen schon ins Off ging, ja, da mitten in Spanien, um eine klinische Bissdistanz zu legen, weil ich schon nach wenigen Tagen nicht mehr konnte. Ja, und ich werde das niemals vergessen, wie er ganz zufällig total tiefenentspannt, so ein paar hundert Meter vor mir, auf dem Weg vor sich hin trödelte, als ich vom Strandspaziergang kam und diesen doch wirklich sehr merkwürdigen Zufall ganz unaufgeregt quittierte. Ach so, bist du auch unterwegs? Versteht ihr, ich hatte ganz komische Gefühle dabei. Irgendwas stimmte da nicht, aber ich konnte das nicht packen. Ja, da wusste ich noch nicht, dass ein verurteilter Stalker war und schon wieder voll seinem Hobby nachging. Ich hatte nur diese unendlich schwierigen, beschissenen Gefühle, dass hier überhaupt nichts stimmte. Gar nichts stimmte. Nichts. Es wurde schnell offensichtlich, dass er massiv depressiv war. Ne, da man ja Tag und Nacht zusammen war, das konnte er natürlich nicht mehr verbergen. Und er ging immer ganz dicht, ganz absichtlich an diesen bröckelnden Kanten von diesen hohen Salzbergwerken, so, ne, so, machte die Augen zu, ha, mallorquinisches Roulette, ein Fehltritt und hui! Ich starb tausend Tode vor Angst und irgendwas hochbrandgefährliches ging von diesem Menschen aus, das ließ mich sofort todkrank werden. Jetzt habe ich das Problem, ich bin hochsensibel. Das heißt, ich bin leider von Geburt aus mit einer neuronalen Lage geplagt, dass mir die Reizfiltersysteme fehlen, die eben die Gesunden, die Normalos haben, ja, dass ich solche Dinge nicht von mir weghalten kann, sondern dass das direkt wusch, immer direkt reingeht. Und dann muss, wer Hochsensibilität hat, weiß das, dann muss diese Ordnung nachgelagert werden. Das geht mich gar nichts an, das ist gar nicht mein Problem, das möchte ich gar nicht haben, damit möchte ich gar nicht spielen, das muss wieder raus, weil mir das gar nicht gehört. Ich wusste damals nicht, dass ich hochsensibel bin. Leute, das ist eine beschissene Diagnose, HSP und das nicht wissen, ja. Oh. Und habe mich da verbrauchen lassen, ohne zu wissen, was passierte. Mir rann die Kraft aus den Beinen. Ich konnte manchmal nicht mal mehr gehen, weil mir die Knie wegknickten. Ich konnte nichts mehr essen. Ich konnte nicht mehr reden und befand mich in einem innerlich komplett geschockten Zustand. Es ist gar nichts Direktes vorgefallen. Ja? Und die Gewalt wirkte gar nicht offen auf mich ein. Ich war einfach plötzlich komplett paralysiert und gelähmt und völlig zermatscht. Ja? Ich hatte das Gefühl, ich bin in einem Tresor eingesperrt und im Atlantik versenkt worden von ihm. Als gesunde, vitale Frau war ich mit Vorfreude auf Sand, Strand, Fisch, Meer, Liebe angereist. Und nach bereits nur 4 Tagen fragte mein Personal an der Rezeption, ob man nicht besser einen Arzt rufen sollte, weil ich das aus dem Fahrstuhl nicht mal mehr bis zur Drehtür schaffte, sondern unterwegs noch sitzen musste. So eine ungebremste Zerstörungskraft wirkte sich durch diese Psychopathie von diesem Mann auf mich aus. Und diese Wucht, die wirkte sogar noch ungebremst 4 Monate nach. Mir knickten einfach die Beine weg, ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte nicht mehr denken, ich war komplett paralysiert, ich war völlig im Arsch. Ja? Und habe von meinem Hausarzt bereits schon die probeweise Diagnose Multiple Sklerose gehört. Na, Volltreffer.
Und ich werde niemals vergessen, mein ganzes Leben lang werde ich das nicht vergessen, wie ich seelisch völlig zerstört auf der lieblich bestrahlten südländischen Terrasse neben ihm auf dem Stuhl kauerte. Wie ein kleines Äffchen. Die Tränen namenlosen Kummers, namenloser Verstörung und namenloser Angst rannen mir ununterbrochen über das Gesicht. Und dieses geisteskranke Arschloch, ja, und ihr seht, darüber kann ich gerade gar nicht mehr lachen. Und das ist schlecht. Saß aufgeräumt, gut gelaunt links neben mir, schmauste mit vollen Backen bei allerbestem Appetit. Er sah mich nicht an, das vermied er. Er vermied es, mich anzusehen und dozierte über das rosige, saftige Doradenfilet, über die wirklich gut gelungenen Rosmarin-Butterkartoffeln, über den knackigen, so raffiniert gewürzten Krautsalat und das würzige spanische Bier. Alle paar Minuten reichte er mir blicklos ein Taschentuch an. Er kriegte also sehr wohl mit, dass da etwas lief. Es ging ihm prächtig, einfach prächtig. Heute weiß ich warum. Der hatte mit seiner Störung irgendwie eine Pipeline an mich angelegt und ich kann es wissenschaftlich leider immer noch nicht erklären, meine Lebensenergie bis zur Gänze ausgesaugt und zwar innerhalb von 4 Tagen. Der war voll bis oben hin mit meiner Energie und bedachte mich leergetrunkene Hülle mit keinem Blick mehr. Ja, warum auch? Es war ja nichts mehr zu holen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie ein Mensch, der vorgibt, euch zu lieben, ein solches Verhalten an den Tag legen kann? Sich blicklos neben euch gemütlich voll zu fressen, während ihr, wegen ihm allein ich ja, ne, müssen wir mal festhalten, die Seele aus dem Leib holt und der reicht immer so Taschentücher an. Ich habe in meinem ganzen Leben nie mehr etwas Entwürdigenderes und Krankeres erlebt. Nie mehr. Das war, das weiß ich heute, auch das Wirken einer breit angelegten systemischen Übertragung, die sich auf mich als Hypersensible ungebremst übertrug. Aber die erkannte ich nicht, weil ich erstens diese Diagnose nicht kannte. Ich kannte die Hochsensibilität nicht und ich wusste nicht, was der da trieb. Ich war nicht abgeschirmt gegen den. Gegen diesen Wahnsinn, gegen diese Gewalt. Ich war nicht abgeschirmt. Warum auch? Ich liebte ihn ja. Das heißt, wann immer ihr in der Gegenwart eines Menschen in einen solchen Zustand geratet. Flucht. Aber sofort. Keine Diskussion, keine Gespräche. Flucht. So, und als ich dann zu Hause war und dann mit der Diagnose schon, ne, Multiple Sklerose, legte ich neue Regeln fest. Die Gewaltschleife hatte mich immer noch in den Fängen. Ich konnte nicht einfach einen Cut machen. Das geht halt dann nicht mehr. Ne? Ich schaffte ihm dann an, ich schickte ihm eine Videobotschaft, dass er sich sofort in eine Therapie zu begeben hätte, da er mindestens schwer depressiv sei. Die Antwort lautete gelangweilt, völlig unaufgeregt: Na, das ist ja nun wirklich keine Weltneuheit. Ne? Ach. Ach. Ein paar Tage später war er dann meinem Therapeuten gewesen. Und ich dachte schon wieder völlig erschüttert, wie kann man so dermaßen selbstverliebt, selbstherrlich und vernagelt sein, um anzunehmen, das würde jemand wirklich fressen. Er schilderte mir, dass der Therapeut sich meine ganzen schönen Fotos aus dem Urlaub angesehen hätte und dann gesagt, ich sei eine wunderschöne Frau und wisse, wie man die Männer so richtig schön zappeln ließe. Und er solle sich da bloß nicht drauf einlassen. Ne? Das wäre ein ganz böses Spielchen von mir, um ihn klein zu halten. Er sei schon auf dem richtigen Trichter. Das sei vielmehr so, dass ich einen Therapeuten bräuchte. Ich lasse nicht weiter. Das war mir einfach zu krank. Und endlich konnte ich die Wahrheit akzeptieren. Endlich. Der war ja völlig irre. Ich unterbrach, ohne weiteren Worte zu verlieren, den Kontakt und blockte ihn überall. Daraufhin begann er mir in ganz vielen Briefen und Päckchen meine Geschenke zurückzuschicken, mit ihren Briefen, ne, dazu. Nach dem ersten Versuch habe ich das dann ungeöffnet zum Müll getragen. Weil er aber nicht mehr aufhörte mit seinem Poststalking, sandte ich ihm schließlich eine schlecht gefälschte Karte der Stadtwerke. Dass er bitte seinen Müll zukünftig trennen möchte. Danke. Ein Aufschrei.
seine kostbaren Schätze in den Müll geworfen. Aber dann meinte ich Ruhe. No contact, Stecker rausgezogen. Er kriegte seine Zufuhr nicht. Er wollte mich verletzen, er wollte mich treffen. Er wollte mich zurückholen an den Spieltisch. Und ich sagte, ich habe deine Scheiße in den Müll geschmissen. Das interessiert mich nicht. Und schon war Ruhe. Von einem auf einen Moment. 10 Jahre später, fast auf den Tag genau, meldete er sich wieder bei mir. Es musste ich in den Kalender reingetragen haben. Oh, ja, hier gibt es ja noch was zu holen. Ja, diese leckere Energiemahlzeit hat er als waschechter Psychopath natürlich nicht vergessen gehabt und hat gedacht, Mensch, jetzt ein kleiner Nachschlag, da können wir doch nochmal andocken. Da ist doch noch eine Quelle. Also meine Antwort darauf eignet sich nicht für gemischte Gesellschaft. Ihr müsst nur Folgendes wissen. Er gab dann nach einer leidenden Antwort voller Anklagen über meinen üblichen Tunnelblick auf. Ich hörte nie wieder von ihm. Und das ist ein tragisches Beispiel für diese kranke Terrier-Mentalität von diesen Psychopathen. Auf ein neues Halali! Steigen wir nochmal ein in die Vergangenheit. Ich war schon von Anfang an gegen all die dramatischen Geschichten sehr aufgescheucht, habe aber leider nicht innehalten können, warum er bei seiner ganz großen Liebe rausgeflogen war, obwohl er ja gar nichts gemacht hatte. Jeder denkende Mensch weiß, von nichts kommt nichts. Es ist immer irgendwas gewesen. Irgendwann habe ich ihn so unter Zugzwang gesetzt, dass er dann erzählte, weswegen er rausgeflogen war. Weil er die letzten 15 Jahre intensiv Tagebücher in Briefform an mich geschrieben hatte. Und die hat sie dann irgendwann gefunden, verbrannt und ihn aus verletztem Stolz dann rausgeworfen. Von einem auf den anderen. Echt jetzt? Und sowas denkt. Ich war fassungslos, wie blöd der mich eigentlich hielt. Ja? Wie er sich seine Realität zusammenbastelte, genau wie es ihm gerade in seine verrückten, irren Ziele bastelte. Bastelte er sich einfach die Gegebenheiten so halt hin. Du, die, du, die, da. Boah, ja, da kann man erkennen, dass noch die plumpsten, blödesten, leichtest zu enttarnenden Manipulationen für solche Kreaturen völlig legal sind, solange sie nur kriegen, was sie haben wollen. Energie. Er lobt nicht. Er bog die Wahrheit auch einfach eben nur so hin, bis sie in seine Version der Gegenwart passte, wie er es eben gerne hatte. Und Irre haben ja nun mal weder Moral noch Gefühle noch Empathie noch Gewissen. Das geht spielend. Das wird einfach hingebogen. Tja, bei Psychopathen ist zwischen Freude und Leid die Brücke einfach breit. Der war dann richtig maligne unterwegs, wie ich dann noch feststellen musste. Als ich ihn traf, war er total am Arsch, musste dann zum Gericht wegen irgendwelchen komischen Eigentumsgeschichten mit seiner damaligen großen Liebe. Ja, er hatte in ihre Praxis reingebuttert und dann wusste sie plötzlich nichts mehr. Und da wollte er sein Geld wieder haben. Ich hatte ein endkomisches Gefühl wegen dieser ganzen Geschichte. Auch weil er so dermaßen im Eimer war. Und dann fand ich heraus. Er hatte mal aus Versehen ihren Vornamen gesagt. Er versuchte das ja, er eierte ja nur rum. Er taste ja nur und nebelte. Er hatte mal ihren Vornamen gesagt und ich wusste, sie war Ergotherapeutin. Und ich wusste, sie war im gleichen Stadtteil wie er. Und darum fand ich sie. Ich rief sie an. Und die Story blies mich dann aus den Ringelsöckchen. Die wusste, wer ich war. Und zwar war er 10 Jahre mit ihr zusammen gewesen und lebte daher parallel seit 40 Jahren gemütlich mit einer ganz anderen Frau zusammen. Und zwar mit der Frau, mit der er schon zusammen war, als ich ihn damals kennenlernte, von der er damals schon behauptet hat, er hätte sich gerade von ihr getrennt, also wegen mir. Mit der lebte er immer noch zusammen. Und als sie das rausfand, hat sie mit seinem ganzen Gelag sofort wortlos vor die Tür gestellt. Weil das war ja nur so eine Wohngemeinschaft, war aber ihre Wohnung, ne? Ja, und dann trat der Psycho auf den Plan. Er bestalkte sie, und zwar so massiv, bis sie sich vor Gericht einen Titel gegen ihn erwirken musste. 50.000 Euro Strafe bei Näherung unter 100 Metern. Das musst du erstmal fertig bringen. Dafür musst du dich schon gefährlich gerieren. Er heulte bei Gericht los. Das wäre aber total ungerecht und wie lange das jetzt gelte. Der Richter war total genervt und sagte, für immer, was glauben denn Sie, warum Sie hier sind? Da sagte er,
Also das finde ich jetzt aber total ungerecht. Ungelogen. Hat er sich selbst verteidigt, weil ich meine, er war ein Narzisst. Eine so dermaßen geile Scheiße wie er verteidigt sich dann halt eben irgendwie selber. Ne? Und dann hat er da irgendwie Kinderbilder vorgelegt, um seine Liebe zu ihr da zu beweisen. Mir wurde ganz übel. Der hatte also voll auf mich angelegt, nachdem er also da schon voll im Arsch war. Der hatte nämlich sein Lebenskonzept gegen die Wand gefahren. Der fand keinen Job mehr, stand vor der Zwangsversteigerung seiner Eigentumswohnung und rechnete mir nämlich bei jedem Besuch vor, was für eine tolle Geldanlage ich da erwerben würde, wenn ich da einsteige in diese Finanzierung. Und dass, wenn ich das nicht täte, dass dann die Beziehung aber auch vorbei wäre. Das ist widerlich, ja. Weil dann würde er auf der Straße liegen und mit Handy wäre dann auch vorbei, weil er hätte dann ja kein Geld mehr, weil er wäre dann ja weg vom Fenster. Und von dieser Ex-Partnerin erfuhr ich, dass auf diesem maroden Wohnprojekt in der zweiten Eigentumswohnung gegenüber seine alte Flamme mit drauf saß, die da auch irgendwie in die Zwangsversteigerung mit reingeraten war. Ja, das heißt, ich kriegte echt Blitzherpes. Das hat sich also nicht mal um eine Liebesgeschichte gehandelt. Ja, also nicht einmal das. Der war lediglich bei mir in München Finanzmittel akquirieren gewesen, um seine Bauruine zu retten, mit ein bisschen Sex zur Entspannung, während seine Lebenspartnerin sich da in Hamburg die Nägel wegnagte. Wah! Wah! Kann man nicht drüber lachen, oder? Heiratsschwindler. Ich habe ein paar Überlegungen zu diesen Vorkommnissen. Wissenschaftliche, klar bewiesene physikalische Beweise lassen sich allerdings nirgendwo finden. Er ist ein Energieräuber, ein Vampir. Der hat immer zwangsläufig einen deutlich niedrigeren Energielevel. Ne? Das heißt, er ist unten, wir sind oben und von oben zapft er uns an, er schießt uns an und dann rutscht die schöne Energie auf ihn runter und wird gefressen. Ne? Sie rauben uns die Kraft, indem sie es irgendwie schaffen, unsere Reserven anzuzapfen und auszuplündern. Das passiert, weil sie ja, wie beim Gaslighting, sie sind Vertrauenspartner. Wir sind nicht abgegrenzt. Und darum funktioniert das so leicht. Der fliegt unterm Radar, weil wir gar nicht wahrnehmen, was da passiert, weil kann ja nicht sein, ist eine Liebesgeschichte. Und die finden uns als leckere Quellen ganz zielsicher. Denn was uns wirklich richtig interessant macht, hohe Lebensenergie, mangelnde Abgrenzung. Also eine Powerfrau auf HSP, das ist wie ein tropfendes Brathähnchen, das zur Mittagszeit auf Augenhöhe vorbeifliegt. Ich weiß, das ist kacke. Wir machen den Fehler, immer anzunehmen, unser Gegenüber hat die gleiche Lebenskraft wie wir. Das stimmt nur in den wenigsten Fällen. Ja? Wenn wir die Speichertüren geöffnet haben, braucht der Vampir nur reingehen und sich bedienen. Ja? Und er sorgt subtil dafür, dass wir diese Beziehung komplett alleine finanzieren. Weil sie sonst eben auch gar nicht stattfinden kann. Er hat ja nichts. Ne? Immer vorausgesetzt, es ist ein dummer Zufall und bald hat er seine Energie wieder, aber auch dann nur, wenn wir da reinbuttern, dann kommt er wieder auf die Füße. Ne? Kranke Interaktionspartner benutzen ihre Schwäche, um die Energie der anderen über die schiefe Ebene runterrutschen zu lassen auf sich. So, und das funktioniert auch über Angriffe, ne? Dass der andere das immer korrigieren muss, dass er helfen muss, dass er retten muss, dass er darauf eingehen muss, dass er irgendwie Feuer löschen muss, dass er heilen muss, auflösen, erklären, rechtfertigen, beleuchten, korrigieren. Kurz, die ganze Energie geht weg mit keinem Gegenwert. Ne? Bedürftige Personen erzeugen einen Sog an der Energie von anderen. Egal in welcher Form. Gib was, sonst kannst du mich nicht behalten. Energievampire sind in Wahrheit eigentlich bedauernswerte Menschen, weil sie die Lebensenergie anderer brauchen, um zu überleben. Aber Bedauern für andere kennen sie wiederum nicht. Sie saugen, bis das Opfer leergesüppelt ist und ihnen nichts mehr zu geben hat. Das haben wir schon gesprochen. Jede Art einer Reaktion auf einen anderen Menschen ist Energie. Und wenn wir intensiv, emotional, voller Angst und Adrenalin auf jemanden reagieren, dann ist das, als wenn wir die Energie flaschenweise in den Hals von dem anderen schütten. Wir sind leer und der stößt einfach nur sanft auf und sagt, lecker.
Das hört in dem Moment auf, wo es keine Energie mehr gibt. Ach, meinst du? Na dann. Ja, was man auch nochmal kurz ansprechen muss, wird auch in den Fußnoten diskutiert, ist das Alter plus 50, ist das eine Lebensangabe oder ist das eine Diagnose? Ja, die Leute werden scheinbar immer irrer, man trifft irgendwie nur noch auf irre Männer und wollte das jetzt nicht so raushängen lassen, aber es gab echt Zeiten in meinem Leben, wo ich ungelogen dachte, ich wäre wohl irre. Es konnte doch nicht sein, dass jeder Mann über 35 Jahre, über kurz oder kürzer, einen Lattenschuss hatte. Und dass diese ganzen Trolle sich alle dramatisch ähnelten und sich ausgerechnet wieder bei mir auf der Fußmatte tummelten. Die haben alle eine unglaubliche Schneise der Zerstörung in mein Leben gelegt, in meine Seele, während ich sie liebte. Und während ich eine Beziehung wollte. Was stimmte denn nicht mit mir, dass mir das wieder und wieder geschah? Die waren irgendwie immer völlig unterschiedlich, völlig spannend, völlig funkelnd, völlig liebend, völlig mit ganz viel Gepäck in mein Leben getreten und schmissen nach kürzester Zeit nur noch mit Scheiße um sich. Aber das ist halt genau das, was wir glauben sollen, ne? Mit uns stimmt was nicht. Die sind gezwungen, mit Scheiße zu werfen, weil geht ja gar nicht. Kein Psychopath ist in der Lage anzunehmen, dass mit ihm was nicht stimmen könnte. Das wird nicht abgebildet, ne? Und erst als ich begann, dann meine Erfahrungen für wahr ernst und gewichtig zu nehmen, traf ich halt auch noch auf all die anderen Frauen, denen genau das Gleiche passiert war. Und dann erfuhr ich ihm halt, dass es ein Schema ist. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ja, jetzt habe ich da tatsächlich mal auch mal das Höschen ein bisschen runtergelassen, meine Geschichte erzählt. Zur Warnung, wie gesagt. Psychische Gewalt ist immer ein feindseliger Angriff auf das Denken und die Psyche und die Wahrnehmung auf das Sein eines Opfers. Je länger man dieser Gewalt ausgesetzt ist, desto größer werden die Irritationen, denn die Botschaften und das Verhalten des Täters führen dazu, dass die Betroffenen am eigenen Verstand zweifeln. Gaslighting, verrückt machen, Giftpilze, ne? Gehirnwäsche, Mind Games. Das ergibt einfach keinen Sinn. Und das ist die Strategie des Täters, dem Opfer einzureden, dass es deswegen keinen Sinn ergibt, weil er irre ist. Und dass er diese ganzen Grausamkeiten verdient und dass es an ihr alleine liegt und dass er einfach nicht anders durchdringt, als sie anzuschreien, sie zu schütteln, gewalttätig zu werden und seine irre Botschaft in sie hineinzupressen. Ja? Und dass die Beziehung sowieso nur wegen ihr in dieser Schieflage ist, weil sie halt einfach irre ist. Sie macht ihn krank mit ihrem Irrsinn. Ne? Und das heißt, es ist eben auch ihre alleinige Verantwortung, diese Beziehung endlich zufriedenstellend und gesund und normal zu bauen. Ja, das heißt, sie muss ja nur auf seinen Irrsinn reagieren, schon ist alles gut. Destruktive Partner handeln ausschließlich aufgrund von chaotischem Selbsthass, Schmerz, über den sie keinerlei Kontrolle haben. Aus diesem Grund streben sie natürlich nach der Kontrolle anderer, um diese dann zu bringen, ebenfalls die Kontrolle zu verlieren. Um dann den Finger drauf zu zeigen, sagst, guck mal, wie du dich benimmst. Guck dir das mal an. Du schreist hier rum, du schmeißt dir mit Schwarzbrot, das klebt schon wieder an der Decke. Du bist ja völlig außer Kontrolle. Und ich muss das hier aushalten. Guck dir das mal an. Das muss ich ja mal filmen, das muss ich mal ins Internet stellen, wie du dich hier. Und dann haben wir echt das Gefühl, stimmt, irgendwas stimmt nicht mit uns. Wir sind wirklich irre. Ja, und das stimmt. Das ist die Reaktion auf den Irrsinn eines anderen. Wir werden irre. Wir werden irre gemacht. Das ist das Ziel. Wir können das nicht verstehen, weil wir sind gesund. Wir können das nicht verstehen. Müssen wir auch nicht verstehen. Es reicht, wenn wir einfach. Ja. Nichts hält diese Menschen davon ab, ihre Partner, andere Menschen zu misshandeln. Sie werden nichts einsehen, sie werden nichts ändern, es sei denn, sie haben einen Anlass, ihre Misshandlungen besser zu verschleiern. Die sind einfach falsch verdrahtet im Kopf, die sind frei von internen Kontrollen, Ethik, Moral, Gewissen, Gefühle. Die besitzen die köstliche, ungehemmte Freiheit, alles tun zu können, ohne Skrupel, was sie wollen. Punkt. Da gibt es nichts, was sie einfängt. Und sind Fachleute da drin, andere mit ihrer Sprache zu bezaubern und zu hypnotisieren? Wir fallen auf sie rein, weil es erscheint, als wenn es irgendwie schön ist.
Und wir kommen nur raus, wenn wir die absolute Weigerung aussprechen, uns ihrer Kontrolle zu unterwerfen, sprich keinerlei Reaktion mehr auf sie provozieren, no contact. Der Psychopath genießt es, dass andere leiden, so wie sich ein anderer Mensch, ein normaler Mensch daran freut, dass andere sich freuen. Ja? Und das werden wir nicht verhindern und wir können nur raus. So, jetzt habe ich euch hier die kleine tragische Geschichte erzählt. Ich hoffe, sie dient als Warnung für Menschen, die jetzt gerade da möglicherweise reinrutschen in so einen psychopathischen Zirkel. Passt auf euch auf. Ich hab euch ganz doll lieb. Tüdelü.